Sie sich mal gefragt, wie diese einmaligen Bilder hier hinter mir entstehen? Ganz einfach, die Kamera fliegt. Und zwar ganz alleine, gesteuert vom Boden aus. Sogenannte Multikopter, die machen es möglich. Aber das Fliegen will gelernt sein, denn die Kopter sind richtige Geschosse, schwer zu manövrieren und sie können natürlich dadurch auch viel Schaden anrichten. Deswegen gibt es jetzt richtige Schulungen für die Piloten. Es hat schon fast etwas von Top Gun. Piloten vor ihrem ersten Start und mittendrin Ralf Spörer, der Herr der Multikopter. Der Fotograf und Kameramann fliegt, seit es die ersten erschwinglichen Modelle gibt. Er musste sich das Fliegen selber beibringen. Er musste alle rechtlichen Verbote, Beschränkungen, Auflagen mühsam suchen. Multikopter sind in Deutschland rechtliches Neuland. Die Dame sagt dir, Homepoint has been updated. Jetzt Daumen auf den linken Steuerstick und nach oben. Jawohl. Auf einem kleinen Flugplatz bei Hamburg gibt er sein Wissen weiter. Philipp Simon hat heute seinen ersten Schulflugtag. Es ist aufregend. Also es ist echt aufregend, weil du halt... Ich glotze auch die ganze Zeit auf das Ding, obwohl ich ja hier eigentlich gucken müsste, was ich tue. Was ja eigentlich totaler Quatsch ist. Aber das ist halt... Es ist niegelnagelneu. Ich habe das in meinem Leben noch nie gemacht und es ist wahnsinnig aufregend. Ich will die ganze Zeit nach vorne und fliege nach oben. Rund 1500 Euro schweben da vor ihm. Viel Geld und klar fliegt auch immer die Angst vor solchen Bildern mit. Das wohl prominenteste Absturzvideo. Erster Flug und Ende. In diesem Fall war ein Softwarefehler schuld. Bei diesem wohl romantisch gedachten Bildern war der Operator schuld, so nennen sich die Steuerer an der Fernbedienung. Keine Angst, das Hochzeitspaar hat den Unfall weitestgehend unbeschadet überstanden. Glück gehabt, es hätte deutlich mehr passieren können. Philipp Simon möchte so etwas nie erleben, deshalb übt er auf sicherem Terrain und unter Aufsicht. Dieses Gefühl zwischen Kurve fliegen und drehen, weißt du, wie ich meine? Das ist das, wo ich, das hast du noch nicht verinnerlicht, dass du dich so rotieren kannst, aber dass du halt auch Kurven fliegen kannst. Und das, ich wollte gerade eine Kurve fliegen und habe das ganze Ding gedreht. Das war gerade ein bisschen aufregend. Fliegen ist das eine, verstehen, warum so ein Multikopter fliegt und wo er überhaupt fliegen darf, ist das andere. Infos, die Leben retten können. Deswegen bitte, bitte, bitte die Akkus im Winter vorheizen. Kalte Akkus geben nämlich ohne Vorwarnung den Geist auf. Hier fiel ein Kamerakopter nur einen Meter hinter einem österreichischen Skifahrer auf die Piste. Die Katastrophe blieb nur knapp aus. Ein Unfall live im Fernsehen, Multikopter fliegen wäre wohl ab da nicht mehr ohne Führerschein oder Registrierung möglich. Auch deshalb will Ralf Spörer möglichst viel Wissen weitergeben, damit nichts passiert. Jetzt mit dem rechten Hebel einmal nach rechts rüber. Ich glaube, diesen einen Unfall wird es in Deutschland nicht geben. Ich glaube einfach, die Politik ist da umsichtig genug, um das auch beurteilen zu können. Und ich glaube, dass einfach dieses generelle Cut-Verbot wird es nicht geben. Die Technik der Multikopter wird immer besser. Die neuen Modelle verhindern sogar einen Zusammenstoß. Passieren kann aber trotzdem viel. Deswegen hilft nur Fliegen üben. So, dann einmal Stopp. So, und wenn du jetzt die Orientierung verloren hast, so, dann guckst du bitte einmal hier in dein Display und dann siehst du hier zusätzlich, stellst dich in Richtung des Kopters. Und dann siehst du zusätzlich hier in dem Display... Auch Robert Lüttke hat heute seinen ersten Flugtag. Ist erstaunlich einfach. Also hätte ich gedacht, das ist schwieriger. Also macht richtig Spaß. Auch sein Kopter ist nagelneu. Gut 1400 Euro kostet der Flieger mit Kamera. Mal gucken, wie die Welt von oben aussieht. Ja, man guckt ja bei Google Earth, wie es aussieht. Aber so hat man wirklich mal die Chance, selber mal da lang zu fliegen. Ja? Also du musst halt hauptsächlich ein paar Fotos machen, Videos... Wie gefährlich vor allem die Rotoren sein können, zeigte der Sänger Enrique Iglesias bei einem Auftritt in Mexiko. Er fasste während des Live-Konzertes offensichtlich mit voller Absicht in einen der vier Propeller. Die Internetgemeinde ist amüsiert. Dabei zeigen diese Aufnahmen, wer mit Multikoptern nicht vorsichtig umgeht, kann viel Schaden anrichten. Dieses Model hatte unglaubliches Glück. Jess Adams wollte einem Freund schöne Bilder liefern, der aber kam mit dem Kopter offensichtlich nicht klar. Ich sollte direkten Augenkontakt mit dem Flieger halten, erzählt Jess Adams, doch dann kam das Ding direkt in mein Gesicht und jetzt sehe ich aus wie ein Alien. Sie nahm es mit Humor und ist inzwischen YouTube- und Instagram-Star. Das fördert die Karriere, zeigt aber vor allem auch, wo bei den Multikoptern Schluss sein sollte.
dass ich nicht über irgendein Weinfest oder über irgendein Schwimmbad, wo Leute drin liegen, drüber fliegen sollte. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. So ein Ding kann abstürzen und das jederzeit. Das ist ein technisches Gerät, was zu jedem Zeitpunkt ausfallen kann. Und darüber sollte man sich im Klaren sein. Auch ein Kilokopter, der aus 50 Meter jemandem auf den Kopf fällt, hinterlässt eben entsprechende Schäden am Kopf. Dazu kommt die allerwichtigste Regel. Jeder Kopter muss versichert sein mit einer eigenen Luftfahrthaftpflicht oder Modellflugversicherung. Die normale Police zahlt nämlich nicht, denn der Flugspaß am Himmel birgt viele Gefahren.